Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video. Da es sich gerne gewünscht wurde, dass ich auch von normalen Game-Covern ein kleines Unboxing-Video mache, komme ich denen noch gerne nach und ich würde damit auch gleich beginnen, und zwar mit dem Resident Evil 4 Remake. Ich habe heute meine Version bekommen, und zwar handelt es sich um die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, um die Lenticular Edition. Falls ihr mit diesem komischen Namen nichts anfangen könnt, das ist die Version, das ist dieses Cover, dieses, das so leicht 3D-mäßig ist. Wenn man das so bewegt, dann bewegt sich auch hier. Ich glaube, das kann man hier in der Aufnahme wohl schlecht sehen. Vielleicht, wenn ich das Papier abgemacht habe, vielleicht ist das dann ein bisschen besser zu sehen, aber es ist, glaube ich, auf einer Aufnahme allgemein schwer zu erkennen. Gut, ich würde sagen, machen wir mal vorsichtig das Ganze auf. Also vorsichtig sein, dass ich das Cover nicht beschädige, ne? Nur die Folie vorsichtig öffne. So, wie gesagt, es ist nichts Besonderes, es ist keine Collector's Edition, es ist einfach nur ein Game Cover, das eben so 3D-mäßig aussieht. Aber es wurde sich nun mal von der Community, von einigen aus der Community gewünscht, dass ich auch einen normalen Game Cover ein Unboxing-Video mache. Und ja, wenn das sich gewünscht wird, warum nicht? Ich habe ja gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, komme ich denen gerne nach, wenn ich die erfüllen kann. So. So, ich mal sehen, ob ihr das jetzt ein bisschen besser sehen könnt. Ja, ich glaube, das geht einigermaßen. Ja, ich nehme das hier gerade über meine Webcam auf, weil mein Camcorder, der will irgendwie nicht. Deswegen muss ich das hier über die Webcam machen, aber ich hoffe, das geht trotzdem. Ja, wie gesagt, man kann das so gerade schemenhaft, glaube ich, sehen, ne, dass sich das bewegt. Ja, an der Schrift kann man das ganz deutlich sehen, ne. Ich hoffe, ich sollte das auch mal andersrum halten, ich warte. So sieht man das am besten. Ja, Schrift bewegt sich ein bisschen. Im Ashley, der Schatten von Ashley bewegt sich auch. Und auch Leon, glaube ich, auch ein ganz bisschen. Aber am meisten sieht man das an der Schrift selber. Ja, das ist dann auch schon alles von der Lenticular. Ich weiß nicht, warum das überhaupt Lenticular ist. Warum heißt es ein wenig 3D-Wackelcover oder so, keine Ahnung. Oder einfach 3D-Cover, keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat. Ja, wie gesagt, das ist die Lenticular-Edition. Das ist das, ja, normale Spiel eben. Wie gesagt, nichts Besonderes. Keine Collector's Edition, weil die Collector's Edition war mir erstens zu teuer gewesen und zweitens sah die Figur auch grauenhaft aus. Da sah Leon aus dem zweiten Remake qualitativ besser aus. Und als ich die Figur da von diesem einen Unboxing-Video von Capcom gesehen habe oder von irgendjemand anderem, ich weiß es nicht, sagte ich, oh Gott, und dafür wollt ihr mehr als für die Collector's Edition von Teil 2 haben. Und dann sieht Leon auch noch so grauenhaft aus. Nein, danke. Ja, wie gesagt, es ist nichts Besonderes. Einfach nur, wie das eben das Game Cover aussieht. Eine kleine Anleitung drin. Nichts Weltbewegendes. Spielecover. Keine Download-Code oder so dabei. Sieht aus wie geleckt, ja, ist auch nie genau neu. Aber naja. Auf der anderen Seite steht eben auch noch einiges an Informationen drauf. Wie zum Beispiel für einen Spieler, wie viel Megabyte Platz du auf der Festplatte haben musst, dass man das auch sogar mit diesen dieses Game-Steuerung da oder wie das heißt. Alles sehr klein geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Es spiegelt auch so sehr dort. Naja, aber ihr kennt das ja selber. Wie gesagt, das ist die
die Piggy-Variante, wie man schön sehen kann. Und ja, das ist auch hundertprozentig ungeschnitten ist und so. Ja, es ist schwierig, irgendwas noch dazu zu sagen, weil es ist nichts Weltbewegendes, ne? Aber so viel kann ich euch schon mal verraten. Ende April, also zum 21. April oder sogar ein paar Tage eher wieder, werde ich dann auf jeden Fall eine richtige Collector's Edition euch präsentieren, und zwar zu Dead Island 2. Die habe ich mir besorgen können. Und dann wird es auf jeden Fall ein ausführliches, großes Unboxing-Video geben. Ich hoffe mal, dass mein Camcorder dann auch noch irgendwie nochmal irgendwie zum Laufen kriege. Muss mir sowieso irgendwann mal einen neuen holen. Weil, naja, 9 Jahre ist schon eine lange Zeit für so einen Camcorder. Ne? Irgendwann gibt der beste Camcorder auch irgendwann seinen Geist auf. Ne? Naja, gut. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing-Video gefallen. Dazu sei gesagt, am Freitag werde ich natürlich das Ganze im Livestream präsentieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dabei sein würdet. Ja, 19 oder 20 Uhr, ich schätze mal 20 Uhr wird das sein, dann würde ich das Ganze dann sowohl hier auf YouTube als auch auf meinem Twitch-Kanal euch präsentieren. Also ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Den Link zu den jeweiligen Kanälen, also zu meinem YouTube-Kanal, wisst ihr sowieso, weil ihr euch das hier anguckt. Aber auch den Link zum Twitch-Kanal werde ich euch gerne verlinken. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet, falls ihr das nicht selbst spielen wollt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich auf bald, euer Albert Wesker. Ciao, ciao.